Hallo, herzlich willkommen, liebe Kinder, zum Teil 2 heute von Robinia Wunderherz, der verschwundene Fluss. Ihr wisst noch, wie es letztes Mal war bei Teil 1 und wer Robinia Wunderherz ist, die mutige Waldelfe und die immer auf ihr Herz hört und was, auf was noch, die hat einen Rubin, einen Amethyst am Gürtel. Und wenn der leuchtet, dann hilft er ihr, ihre Aufgaben zu erfüllen. Und was war passiert? Das Wasser im Fluss war plötzlich verschwunden, als hätte jemand den Stöpsel aus einer Badewanne gezogen. Schwupps war das Wasser weg, die Fische waren weg. Und was das bedeutet, das könnt ihr euch vorstellen. Kein Mehl kann gemahlen werden, kein Kuchen kann gebacken werden, keine Medizin kann hergestellt werden. Wasser brauchen alle zum Trinken, zum Kochen und für vieles andere, auch die Tiere. Dann fing es an zu regnen und Robinia hat gemeint, okay, jetzt gibt es wenigstens ein bisschen Wasser. Und dann ist sie eingeschlafen und wie sie wieder aufwacht, das erfahrt ihr jetzt heute. Und wie es weitergeht vor allem. Ein Regentropfen hat etwas gehört, heißt die nächste Geschichte. Hier sitzt Robinia und trinkt ein bisschen Regenwasser aus dem Becher. Und da kann sie strahlen, denn immerhin hat sie was zu trinken. Am nächsten Morgen holte Robinia den kleinen roten Eimer herein, der inzwischen voll war mit Wasser. Wie frisch der Wald duftete nach dem nächtlichen Regen. Robinia betrachtete fasziniert die großen Regentropfen auf den Blättern des Baumes. Einer von ihnen war so groß, dass sich ihr Gesicht darin spiegelte. Sie streckte sich weit aus ihrem Baumloch heraus, um ihn besser zu sehen. Ihre Nasenspitze berührte fast seine Wasserhaut. »Fall mir nicht runter, geh lieber wieder rein«, hörte sie plötzlich eine nahe Stimme. »Wer war das?« »Ich bin's, Aquarius«, antwortete die Stimme. Jetzt bemerkte Robinia, dass es der große Wassertropfen war, der mit ihr sprach. Sie hatte noch nie mit einem Tropfen geredet. »Ich heiße Robinia«, stellte sich die kleine Elfe vor. »Das weiß ich, ein schöner Name«, antwortete Aquarius. »Wir Wassertropfen wissen alles, ähnlich wie die Bäume.« »Aber ihr habt doch gar keine Blätter.« »Stimmt, aber wenn es sehr warm wird, werden wir zu Wasserdampf und steigen in den Himmel auf. Und von dort können wir alles gut überblicken«, erklärte Aquarius. »Und wenn es regnet, dann fallen wir wieder auf die Erde.« Davon hatte Robinia in der Schule schon gehört. Plötzlich fing ihr Herz an, schneller zu schlagen. »Sag mal, wenn du dort oben auf den Wald herunterschauen kannst, hast du dann vielleicht gesehen, was mit dem Fluss passiert ist?« Aquarius schwankte ein bisschen vor und ein bisschen zurück, was wie ein Nicken aussah. »Ich war der Fluss«, antwortete er, »ich war ein Teil von ihm. Doch weil es sehr warm an dem Tag war, bin ich schon in die Luft aufgestiegen, bevor es passierte. Darum habe ich nicht alles mitbekommen.« Der Tropfen schien nachzudenken. »Doch, an eine Sache erinnere ich mich.« Robinia horchte auf. »An was?« »Da waren Stimmen. Weit in der Ferne«, antwortete Aquarius. Er schien plötzlich kleiner geworden zu sein. Robinia bemerkte, dass ein Sonnenstrahl genau auf ihn fiel und der Tropfen verwandelte sich langsam in Wasserdampf. Sie konnte zusehen, wie er immer kleiner wurde. »Und da war auch etwas Dunkles, wie eine Höhle«, fuhr er fort und wurde noch kleiner. »Und ich habe ein Echo gehört. Oh, ich kann leider nicht weitersprechen. Mach's gut«, rief der Tropfen. Dann war er verschwunden. »Vielen Dank und gute Reise«, rief Robinia ihm nach. »Mit wem sprichst du?« Lorian kam zusammen mit Enya angeflogen. Die beiden wollten Robinia zur Schule abholen.
Mit einem, der die Welt von oben sieht, erwiderte Rubinia und zeigte in die Richtung, in der sie Aquarius jetzt vermutete. Lorian sah zu Enya rüber und tippte sich grinsend an die Stirn. »Kommt jetzt lieber«, mahnte Enya, »Severin mag es gar nicht, wenn man zu spät kommt.« Während sie mit ihren Freunden zur Schule flog, dachte Rubinia fieberhaft nach. »Echo, Höhle, wenn sie doch nur wüsste, was Aquarius damit gemeint hat.« Als Rubinia mit Enya und Lorian nach der Schule zu Doran flog, saß der vor seinem Baum und weinte. Er war umgeben von zerbrochenen Tonkrügen. »Sag mal, oh je, was ist da passiert?« Er erzählte, »Während ich heute Morgen unterwegs war, um das Wasser zu suchen, muss jemand hier gewesen sein. Er hatte alle meine Krüge zerbrochen und einen Zettel hinterlassen. Er hielt ihn den jungen Elfen hin. Da ist der Zettel. Und auf diesem Zettel steht, wo hast du das Wasser versteckt?« »Wie gemein!« rief Rubinia. Die jungen Elfen versuchten, Doran zu trösten. Es wurde wirklich höchste Zeit, dass wieder Ruhe und Harmonie im Wald einkehrten. Rubinia sah ihre Freunde an. »Wir starten eine große Wassersuche. Alle im Wald müssen mithelfen. Doran schafft das nicht alleine. Das Flussbett ist lang und wir fangen bei der Quelle an und suchen Stück für Stück alles ab.« Enya nickte. »Das wird aber einige Tage dauern.« Und Lorian machte ein erschrockenes Gesicht. »Wir müssen tagelang in der Gegend rumfliegen. Das schaffe ich nicht. Ich muss essen und schlafen.« Rubinia schmunzelte. »Keine Sorge. Je mehr Helfer wir sind, umso leichter wird es für alle.« Sie sah Lorian an. »Fragst du die Tiere, ob sie auch mitmachen?« Lorian nickte und flog sofort los. Es dauerte nicht lange, bis die Waldbewohner von der Suche nach dem Wasser erfahren hatten. Und schon am Abend hatten sich alle bereit erklärt zu helfen. Alle. Am nächsten Morgen, gleich beim ersten Sonnenstrahl, sollte es losgehen. Severin und die anderen Lehrerelfen hatten aufgrund der Notlage ein Einsehen und gaben allen Schülern für diesen Tag frei. Vor Aufregung schlief Rubinia kaum in dieser Nacht. Sie stellte sich vor, wie sie das Wasser fand und wie alle jubelten. Doch die Suche am nächsten Tag verlief ganz anders, als sie gehofft hatte. Die Elfen und Tiere durchkämmten den Wald von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und als die Dämmerung hereinbrach, versammelten sich alle wieder auf dem Platz an der alten Mühle. »Habt ihr etwas gesehen oder gehört oder erfahren?« fragte Rubinia. »Nein«, riefen alle einstimmig. »Niemand hatte auch nur einen Tropfen Wasser gefunden, geschweige denn einen ganzen Fluss.« Mutlos machten sich alle wieder auf den Heimweg. Ein paar Elfen warfen Doran böse Blicke zu und einer rief, »Alles nur wegen dem da!« Rubinia und ihre Freunde begleiteten den alten Wasserelf ganz schnell nach Hause. In dieser Nacht träumte Rubinia verrückte Dinge. Sie war in einer Höhle, die voller Nebel war. Die Elfe konnte ihre Hand vor Augen nicht sehen und jemand kicherte. War das eine Nebelelfe oder sogar mehrere? Ein Zischen war zu vernehmen, das sich in Worte verwandelte. »Vielleicht haben wir ja euer Wasser.« Dann kicherte jemand lauter und lauter und Rubinia erwachte davon. »Aha, solche Sachen träumt Rubinia? Was das wohl zu bedeuten hat?« Sollte es möglich sein, dass die Nebelelfen etwas mit der Sache zu tun hatten? Am nächsten Morgen beim Frühstück sprach Rubinia Florentine an. »Sag mal, warum haben die Waldelfen und die Nebelelfen
eigentlich so großen Streit?", fragte sie. Florentine sah einen Moment sehr ernst aus und dann erzählte sie: "Das Ganze ist so lange her, dass niemand mehr genau sagen kann, was der eigentliche Grund ist. Doch seit ich denken kann, sind die Nebelelfen und die Waldelfen entzweit. Warum fragst du, mein Herzblatt?" "Nur so", meinte Rubinia möglichst beiläufig. Aber Florentine merkte gleich, dass das nicht stimmte. Sie schnitt Rubinia ein paar Äpfel klein und erzählte weiter. "Die Magie der Nebelelfen ist eine sehr düstere und mächtige. Und sie verbreitet nur Schaden und keine Freude. Tu mir bitte einen Gefallen und komm bei deiner Suche nach dem Wasser nicht zu nah in den dunklen Wald. Auch nicht mit einer Flügelspitze. Versprichst du mir das?" Rubinia zögerte einen Moment, aber nur einen klitzekleinen, und dann nickte sie schnell. "Ups, ich muss los", rief sie, packte ihre Sachen und flog zur Schule. Die Stunden dort vergingen wie in Zeitlupe. Rubinia war heilfroh, als es endlich Mittag war. Unter dem Vorwand, dass sie ganz schnell nach Hause müsse, weil sie so viele Hausaufgaben auf hätten, verabschiedete sie sich von Enya und Lorian. Die beiden sahen ihr verwundert nach. Solche Lust auf Hausaufgaben hatte Rubinia doch sonst nie. Natürlich war das auch nur eine Ausrede. Rubinia mochte Lügen nicht, doch in diesem Fall war eine kleine Schwindelei nötig. Ihre Freunde hätten ihr nie erlaubt, das zu tun, was sie vorhatte. Sie wollte nur einmal geschwind nachsehen, ob das, was sie geträumt hatte, wahr war. Kurze Zeit später stand sie an einer Stelle, an der normalerweise der Fluss vorbeikam. Der Boden war immer noch trocken und man konnte den Lauf, den das Wasser sonst nahm, sehr gut sehen. Auf der anderen Seite des Ufers erkannte sie dichte Nebelwände. Schon von Weitem spürte sie die Kälte, die der Nebel ausstrahlte. Rubinia überlegte fieberhaft. "Es ist meine Aufgabe, die Wahrheit, Gerechtigkeit und Harmonie hier im Wald wiederherzustellen. Und das geht nicht, solange das Wasser verschwunden ist. Also eigentlich tue ich doch nichts Verbotenes, sondern erfülle nur meine Aufgabe, wenn ich ganz kurz mal drüben nachsehe." Gedacht, getan. Vorsichtig erhob sie sich, flügelschlagend, und flog ganz langsam über das trockene Flussbett. Ihr Herz klopfte wie wild. Doch sie hatte das deutliche Gefühl, dass sie es tun sollte. Dabei bemerkte sie nicht, dass sie beobachtet wurde. Vor der dichten Nebelwand holte sie noch einmal tief Luft. Dann flog sie beherzt in das trübe, graue Nichts hinein. Puh, wie stickig es hier drin war, als würde man versuchen, durch Zuckerwatte zu atmen. Allerdings war diese Zuckerwatte nicht süß und verlockend, sondern muffig und eiskalt. Rubinia bewegte ihre Flügel sehr, sehr vorsichtig und versuchte bloß kein Geräusch zu machen. Durch den Nebel hörte sie merkwürdige Laute, ein dunkles Trommeln, ein düsteres Brummen, kurz auch ein heiseres Lachen, das sehr freudlos klang. Rubinia zuckte zusammen. Ihr ganzer Körper war auf einmal komplett eingehüllt in Nebel. Wie hatte sie nur glauben können, hier den Fluss zu finden? Besser, sie machte sich ganz schnell wieder auf den Heimweg. Rubinia hatte so lange und so fest geschlafen, dass sie am nächsten Morgen spät dran war. Sie wollte gerade ihre Schulsachen packen und losfliegen, da tauchten Enya und Lorian vor ihrem Baumloch auf. "Da kommt ihre Freundin und ihr Freund und die wollen sie abholen, wahrscheinlich in die Schule." Wir sollen dir vom Elfenrat ausrichten, dass du heute Baumarrest hast.
Du darfst den Baum einen Tag lang nicht verlassen. Jemand hat dich dabei beobachtet, wie du in den dunklen Teil des Waldes geflogen bist. Rubinia riss erschrocken die Augen auf. Ja, aber ich. Was sollte sie sagen? Enya sah sie besorgt an. Warst du wirklich dort? Auch Lorian machte ein verständnisloses Gesicht. In den dunklen Teil des Waldes zu fliegen, ist, als ob man freiwillig in das Maul eines Löwen fliegt. Warum tust du sowas? Rubinia merkte, dass es keinen Zweck hatte, ihre besten Freunde zu belügen. Ich erkläre euch das alles, aber nicht heute, okay? Na dann viel Spaß in der Schule. Sehnsüchtig sah sie den beiden Freunden nach. Sie ging ja nicht gerne zur Schule, aber Schule war immer noch besser als Baumarrest. So ein Mist. Mit einem Seufzer ließ sie sich wieder auf ihr Bett fallen. Sie hörte den Vögeln draußen im Wald eine Weile zu, die wunderschön sangen. Aber irgendwann wurde es ihr zu langweilig. Sie sprang auf und sah aus ihrem Fenster. Ein Elf aus dem Baum gegenüber beschwerte sich lautstark, weil seine Wasservorräte deutlich weniger waren als am Vortag. Hatten seine Nachbarn ihn etwa beklaut? Die Nachbarn erbosten sich über diesen gemeinen Vorwurf. Und so zankten die Elfen miteinander, bis ein weiterer rief, sie sollten doch jetzt endlich Ruhe geben. Rubinia warf sich auf ihr Bett zurück, als plötzlich der violette Stein an ihrem Gürtel aufleuchtete. Was willst du? Fragte Rubinia leicht genervt. Ich kann doch heute eh nichts ausrichten, hier oben im Baum. Doch der Stein leuchtete beharrlich weiter und auch ihr Herz klopfte auf einmal wieder merklich stärker, als wolle es sagen: Denk doch einmal scharf nach. Rubinia dachte nach. Doch ohne Erfolg. Vor lauter Nachdenken schlief sie irgendwann ein und wurde erst wieder wach, als es laut klopfte. Es war Doran. Er brachte einen köstlichen Eintopf aus süßen Kartoffeln und Pilzen und einen kleinen Kuchen vorbei. Der Kuchen sah allerdings irgendwie anders aus als sonst. Doran sagte: Ich war gerade in der Nähe und habe Florentine angeboten, dass ich dir dein Essen vorbeibringe. Ich habe gehört, dass du Baumarrest hast. Tut mir leid. Du wolltest eigentlich mir helfen und jetzt bestrafen sie dich. Naja, ich habe ja auch was Verbotenes getan, seufzte Rubinia. Danke, dass du mir gestern geholfen hast. Doran klopfte ihr auf die Schulter. Ich wünschte, ich könnte mehr für dich tun, Kind. Aber am besten verschwinde ich gleich wieder. Der Elfenrat sieht es nicht gern, wenn man Besuch bekommt bei Baumarrest. Rubinia nickte. Dankeschön auch für das leckere Essen, sagte sie. Ach, Doran, rief sie ihn zurück, denn ihr war etwas eingefallen. Du kennst doch bestimmt alle Höhlen hier im Wald. Doran sah sie an. Ob ich alle kenne, weiß ich nicht. Aber eine große kenne ich. Sie liegt im Felsenberg und sie ist gar nicht weit von der Quelle entfernt, wo der Fluss entspringt. Ich war selbst viele Jahre nicht dort. Es ist ziemlich unheimlich darin. Man munkelt auch, dass vor langer, langer Zeit ein paar Elfen darin verschwunden und nie wieder herausgekommen sind. Da fällt mir etwas ein. Der alte Elf kratzte sich am Kopf. Rubinia spürte, wie ihr Herz auf einmal wieder ganz stark klopfte und auch der violette Stein an ihrem Amulett leuchtete auf. Doran bemerkte es nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, dann habe ich in den Tagen, bevor der Fluss verschwand, Geräusche aus dem Innern des Felsens gehört. Ich dachte, ich bilde es mir ein, denn es klang wie ein Kichern, aber so unheimlich, wie es da drinnen ist, kichert da sicher keiner, habe ich mir gedacht. Also habe ich es für ein Echo gehalten von jüngeren Elfen, die im Wald spielten. Und ich habe bis heute nicht mehr daran zurückgedacht.
Binjas Herz schlug jetzt so laut, dass sie schon dachte, Doran müsste es hören. Doch der Elf flog davon. Rubinia bemerkte, dass jetzt auch der violette Stein so hell leuchtete wie noch nie. Es sah wunderschön aus. Es war, als wolle er ihr sagen, du bist der Lösung ganz nah. Da streckte Lorian den Kopf zum Baumloch herein. Hab ich doch richtig geraten, es gibt Kuchen, rief er und grinste. Er blickte sich schnell um, ob ihn jemand gesehen hatte, und dann schlüpfte er in Rubinias Behausung. Er schaute so sehnsüchtig auf den Kuchen, dass Rubinia ihm den Teller zuschob. Lorian biss ein großes Stück davon ab und Rubinia rief lachend. Hey, lass mir wenigstens einen Krümel übrig. Doch statt den Kuchen zu genießen wie sonst, verzog Lorian das Gesicht. Boah, hatte Florentine heute schlechte Laune oder hat sie das Rezept verwechselt? Rubinia sah ihn an. Naja, es gibt ja kein Mehl mehr, was soll sie da machen? Lorian schob den Teller von sich. Dann bemerkte er das violette Leuchten. Boah, rief er, so ein Stein hätte ich auch gerne. Wir müssen morgen zum Felsenberg, in die Höhle, erwiderte Rubinia ernst. Sag Enya schon mal Bescheid. Morgen, gleich nach der Schule, fliegen wir los. Lorian verschluckte sich, als er das Wort Hülle hörte. Er fürchtete sich so sehr vor der Dunkelheit. Muss das sein? Fragte er kläglich. An Rubinias Blick sah er jedoch, dass es sein musste. Der Elfenjunge erhob sich. Ich gehe dann mal besser, bevor du noch mehr auf mehr gruselige Ideen kommst. Und denk daran, dass du Enya Bescheid sagst, rief Rubinia ihm nach. Als die drei Freunde am nächsten Tag gleich nach der Schule am Felsenberg ankamen, wurden sie schon erwartet. Doran saß auf seinem Beobachterposten an der Quelle, aus der normalerweise Wasser sprudelte. Und hier sitzt der Arme und da tropft gerade mal ein Tropfen Wasser raus. Der Frosch ist auch schon ganz traurig, der hat bestimmt ganz furchtbar Durst. Ich wusste, dass ihr kommen würdet, sagte er. Darf ich euch begleiten und euch den Weg zeigen? Fragte er freundlich. Na klar, rief Rubinia. Warum war sie nicht gleich darauf gekommen, ihn zu fragen? Lorian, der etwas langsamer als die beiden Elfenmädchen geflogen war, schnaufte auffallend. Rubinia sah ihn an. Was hast du da eigentlich in dem schweren Rucksack? Fragte sie und zeigte auf seinen Rücken. Proviant? Lorian atmete tief aus. Wenn wir in dem Riesenberg verloren gehen, will ich nicht verhungern. Die beiden Elfenmädchen lachten auch und Dorian grinste. Na los! Mit seiner Hilfe fanden sie den Zugang zur Höhle schnell. Vor dem schmalen Eingang, der in den Felsen gehauen war, zögerte Rubinia plötzlich. Sie sah die anderen an. Ich möchte doch lieber alleine da reingehen, sagte sie. Wenn mir etwas passiert, dann könnt ihr mir wenigstens helfen. Gib mir 15 Minuten und wenn ich dann nicht zurück bin, kommt mir nach. Bist du verrückt? Fragte Lorian entsetzt. Der selbst hätte nicht mal in Begleitung von 100 Elfen Lust gehabt, die Höhle zu betreten. Allein unmöglich. Auch Enya war nicht sehr begeistert. Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist? Rubinia sah von einem zum anderen und schaute auch Doran fest an. Ich werde euch rufen, wenn ich Hilfe brauche. Ihr Herz bedeutete ihr mit einem kleinen Hüpfer, dass dies die richtige Entscheidung war. Moment, dann nimm aber wenigstens das hier mit, rief Lorian, stellte seinen Rucksack ab und kramte darin herum. Er reichte Rubinia ein Säckchen mit geschälten Haselnüssen und getrockneten Walderdbeeren und ein großes Glas. In dem Glas schwirrten Insekten herum. Rubinia lachte. Was soll ich denn mit denen?
Doch nicht etwa essen? Lorian grinste. Das sind Glühwürmchen. Da drin im Dunkeln kannst du sie bestimmt gut brauchen. Rubinia umarmte ihren Freund. Du denkst aber auch an alles. Sie öffnete den Deckel des Glases und ließ die Glühwürmchen frei. Sie flogen direkt auf den Höhleneingang zu, als hätten sie verstanden, was sie zu tun hätten. Es konnte losgehen. Viel Glück, sagte Enya und sah ihrer Freundin besorgt nach. Tatsächlich war das Leuchten der Glühwürmchen für Rubinia eine große Hilfe. Auch der violette Stein an ihrem Gürtel beleuchtete den Boden, sodass sie nicht in der Dunkelheit gegen ein spitzes Stück Felsen flog. Das sieht so aus. Da oben die Glühwürmchen, die leuchten, und da unten leuchtet der Amethyst. Wie hatte Cornelius den Stein noch einmal genannt? Am Amalie? Am Ameise? Am Amerikaner? Nein, sie wusste nur noch, dass es sehr geheimnisvoll geklungen hatte. Wisst ihr es noch? Amethyst, aber nicht weiter sagen. Geheimnisvoll war auch das Innere der Höhle. Die vielen Gänge und Abzweigungen waren wie eine eigene Landschaft. Manchmal musste Rubinia sich ganz klein machen, um überhaupt weiterfliegen zu können. Und an anderen Stellen öffnete sich ein Durchgang und dahinter tat sich ein Raum auf, wie ein großes Zimmer oder eine Lichtung. Nur dass es eben dunkel, ganz dunkel war. Immer weiter flog Rubinia durch die Felsenhöhle, als sie plötzlich jemanden kichern hörte. Dann noch jemanden. Wer war das? Das Kichern klang ganz nah und so, als ob es nicht nur einer, sondern viele wären. Hilfe, wisperte Rubinia. Hilfe, Hilfe, klang es zurück. Rubinia erschrak, doch dann verstand sie, dass die Höhle ein Echo hatte. Wer auch immer hier drinnen war, konnte sehr weit entfernt sein. Rubinia flog langsam weiter. Nach links oder nach rechts? Fragte sie, als sie an eine Weggabelung kam. Sie fragte den violetten Stein. Bei links leuchtete er stärker auf, also flog Rubinia nach links. Irrte sie sich oder hatte sie gerade auch das Rauschen von Wasser gehört? Schnell flog sie weiter, auch wenn ihre Flügel langsam schwer wurden. Plötzlich stoppte sie. Die Höhle wurde auf einmal so niedrig, dass sie weiterlaufen musste. Sie musste sogar die Flügel anlehnen und sich ducken, um sich nicht den Kopf anzustoßen. Da war es wieder, das Kichern. Rubinia lauschte angespannt. Waren es drei Stimmen? Sie klangen sehr jung. Merkwürdig. Wer hat denn in einer finsteren Höhle wie dieser so viel Spaß? Wunderte sie sich. Langsam ging sie weiter. Wupp! Etwas hatte Rubinia umgeworfen. Es war nass und kalt. Rubinia rappelte sich auf und traute ihren Augen kaum. Sie war mit einem jungen Elfen zusammengestoßen. Zwei weitere Elfen halfen ihm kichernd auf. Doch dann bemerkten sie plötzlich, wer noch da stand. Sie musterten Rubinia erschrocken. Auch Rubinia erschrak. Das waren keine Waldelfen, das waren Nebelelfen. Und sie waren deutlich grauer und schienen fast durchsichtig zu sein. Die drei sagten kein Wort. Es waren zwei Jungen und ein Mädchen. Auch Rubinia traute sich nicht gleich etwas zu sagen. Wie heißt ihr? Fragte sie nach einer Weile vorsichtig. Nurur, sagte der eine, er war etwas größer als die anderen. Furna, sagte das Mädchen, Furna hatte sehr helle Haare. Siras, schloss sich der andere Junge an. Er schien der Jüngste der dreien zu sein. Ich bin Rubinia, stellte sich die Waldelfe vor.
Warum seid ihr hier? Ihr wisst, dass dies der helle Teil des Waldes ist, oder? Die drei nickten eifrig. Tut uns leid, sagte Furna. Wir haben uns beim Spielen in unserem Wald verirrt und auf einmal haben wir euren Wald gesehen und diesen Berg. Und da sind wir neugierig geworden und wollten nur mal wissen, wie es bei euch so ist. Rubinia nickte. Das Gefühl kannte sie gut. Lasst uns gehen, befahl Nurua seinen Freunden. Wir bekommen sonst mächtig Ärger. Und das Wasser? Fragte Siras. Da horchte Rubinia auf. Wasser? Welches Wasser? Fragte sie. Die drei Nebelelfen sahen sich an, als wären sie ertappt worden. Nurua entschied sich, dass es besser war, die Wahrheit zu sagen. Wir haben Wasser gefunden, das besondere Kräfte hat, sagte er, zeigte auf seinen Knöchel. Ich bin in der Höhle beim Spielen gestürzt und auf einmal war da dieser kleine Bach hier im Berg. Das Wasser ist über meinen Fuß gelaufen und die Schwellung war sofort verschwunden. Ja, magisches Wasser, pflichtete Siras ihm begeistert bei und seine Augen leuchteten. Das hört sich doch ganz nach unserem Fluss an, dachte Rubinia. Für die Weltwaldelfen war das Wasser zwar ganz normal, aber es konnte durchaus sein, dass es für die Nebelelfen magische Wirkung hatte. Und wo ist das Wasser jetzt? Fragte sie. Komm mit! Furna nahm Rubinia an die Hand. Sie war kalt und feucht, aber Rubinia war froh, nicht mehr allein in der Höhle zu sein, und so machte es ihr gar nichts. Die Nebelelfen führten Rubinia noch ein ganzes Stück tiefer in den Berg hinein, bis ein Rauschen zu hören war. Und dann tat sich plötzlich vor ihnen eine riesengroße Höhle auf und in ihrer Mitte lag ein wunderschöner See. Schaut mal. Oh, da ist Wasser, endlich Wasser. Ich glaube, das ist die richtige Fährte. Rubinia staunte. Der Höhlensee war türkisblau und seine Spiegelungen warfen zauberhafte Muster an die gesamte Höhlendecke. Es sah aus wie ein Meer aus Sternen. Wow, flüsterte Rubinia andächtig. Das ist unser Fluss. Nuhur nickte. Wir haben das Wasser aus dem Fluss hierher gezaubert, erklärte er. Wir wollten das abfüllen und als Medizin den anderen Nebelelfen bringen. Aber erst wollten wir noch überlegen, was wir sagen, wenn wir gefragt werden, woher das Wasser wäre. Ja, ergänzte Furna, eigentlich dürfen wir nicht in den hellen Teil des Waldes. Verstehe. Rubinia war sehr erleichtert, dass das Wasser noch da war und sie war sehr beeindruckt. Die Magie der Nebelelfen hatte starke Kraft, wenn schon die jüngeren Elfen einen ganzen Fluss umleiten konnten. Sie mochte sich nicht vorstellen, wie stark die Kräfte der erwachsenen Nebelelfen erst war. Trotzdem hatte sie keine Angst. Sie sah Nurur, Furna und Siras an. Hört mal, ich kann gut verstehen, dass ihr diese Höhle mögt. Sie ist wirklich ein toller Spielplatz, aber ihr könnt nicht hier bleiben. Und mit eurer Zauberei habt ihr bei uns großen Schaden angerichtet. Und Rubinia berichtete den dreien kurz, was alles passiert war, seit das Wasser verschwunden war. Sie rissen erschrocken die Augen auf, als sie das hörten. Das hatten sie nicht gewollt. Und Rubinia sah ihnen an, dass sie es ehrlich meinten. Auch wenn sie aus dem dunklen Teil des Waldes kam, über den man schreckliche Geschichten erzählte, hatten die Nebelelfen nicht mit böser Absicht gehandelt. Das konnte sie in ihrem Herzen fühlen. Was sollte sie jetzt mit ihnen machen? Die Waldelfe war hin und her gerissen. Eigentlich müsste sie die drei dem Elfenrat vorführen. Andererseits war das vielleicht nicht mehr nötig. Die drei hatten ja schon verstanden, dass sie einen Fehler gemacht hatten. Dann hatte Rubinia eine Idee. Laut sagte sie: Wenn ihr das Wasser mit eurer Magie in seine Bahn zurückleitet, dann erzähle ich niemandem, dass ihr hier wart.
Nuhur, Furna und Siras tuschelten kurz, dann nickte Nuhur. Es tut uns wirklich sehr leid, was wir angerichtet haben. Danke, dass du uns nicht verrätst. Das werden wir dir nie vergessen. Er verneigte sich kurz vor Rubinia und die anderen taten es ihm nach. Man konnte ihnen ansehen, dass ihnen vor Erleichterung Felsbrocken vom Herzen gefallen waren. Rubinia verabschiedete sich von ihnen. »Und ich kann mich darauf verlassen, dass ihr das Wasser wieder zurückleitet?« fragte sie noch. Die drei nickten eifrig. Schnell und sehr erleichtert machte sich Rubinia auf den Rückweg zu ihren Freunden. Die Glühwürmchen und der violette Edelstein leisteten wieder treue Dienste und der Rückweg kam Rubinia tatsächlich etwas kürzer und weniger beschwerlich vor. Enya fiel ihr um den Hals, als sie aus der Höhle kam. »Wir dachten schon, du hättest dich verirrt und wollten gerade hinterherfliegen.« Auch Lorian atmete laut auf. Doran nickte ihr anerkennend zu. »Du bist wirklich die mutigste Waldelfe, die ich kenne«, sagte er. »Erzähl schon, wie ist es da drin? Was hast du erlebt?« fragte Lorian neugierig. Rubinia zögerte. Was sollte sie sagen? Da rauschte es laut auf der Seite des Berges und im nächsten Moment ergoss sich das Wasser über den Felsen und sprudelte den Hang hinunter. Und es hörte sich an, als wäre auch das Wasser sehr froh, wieder im Freien zu sein. Die Freunde sahen sich an und lachten und Lorian hatte seine Frage zum Glück vergessen, stellte Rubinia erleichtert fest. Sie bemerkte, dass Doran sie prüfend ansah. Sollte sie etwas verraten? Nein, besser nicht, nicht heute. Lasst uns zu den anderen fliegen und mit ihnen feiern, schlug sie vor. Außerdem muss ich dringend ein Bad im Fluss nehmen. In der Höhle war es ziemlich miefig und staubig. Sie zeigte ihnen ihre kohlrabenschwarze Hände und gemeinsam flogen sie den Berg hinab. Die vier Elfen konnten schon von Weitem das Jubeln und Johlen im ganzen Wald hören, als das Wasser das Flussbett wieder füllte. Alle Bewohner versammelten sich am Platz an der Mühle. Auch Marandor, der ganze Rat und die Schreinerelfen waren gekommen. Und jetzt ließ sich auch das Mühlrad in Gang setzen. Schaut mal. Oh, wer kommt denn da? Ja, da kommst du ein bisschen spät. Ja, Entschuldigung, aber ich hatte ein bisschen Angst und ich hatte mich lieber ein bisschen in meiner Höhle versteckt. Du bist ja witzig. Wir lesen doch hier nur ein Buch und keine richtige, wahre Geschichte. Ich weiß, aber egal. Naja. Die vier Elfen konnten schon von Weitem das Jubeln und Johlen im ganzen Wald hören, als das Wasser das Flussbett wieder füllte. Alle Bewohner versammelten sich am Platz an der Mühle. Auch Marandor, der ganze Rat und die Schreinerelfen waren gekommen. Und jetzt ließ sich auch das Mühlrad in Gang setzen. Und dann konnte das Haselnussfest ja heute endlich stattfinden. Mit einem lauten Knarzen nahm das Rad seine Arbeit auf, schaufelte Wasser und trieb damit den Mühlstein an. Es gab wieder Wasser, es gab wieder Mehl, feinstes Nussmehl. Alle applaudierten und in Windeseile wurden Teller, Schüsseln, Kuchenformen geholt, frisches Brot und feine Kuchen und Torten wurden gebacken und wer hustete, bekam ganz schnell einen Löffel Medizin. Auch Doran war im Kreis der anderen Elfen. Die, die ihm Unrecht getan hatten und gemein zu ihm gewesen waren, die entschuldigten sich bei ihm. Wie schön, dass endlich wieder Harmonie eingekehrt war. Es wurde eine wunderbare Feier. Und Rubinia? Die schnappte sich ein leckeres Haselnusstörtchen von Florentines Tisch, sah sich den fröhlichen Festzug an und nahm dann zusammen mit Enya erstmal ein ausgiebiges Bad im Fluss. Das frische Wasser war einfach wunderbar. Oh, schön. Das ist toll, im Wasser planschen. Magst du das auch? Oh nein!
Auch die Fische waren wieder da. Sie zogen unter der Wasseroberfläche ihre Kreise. Da hörte Rubinian neben sich eine Stimme. Hallo, Rubinia, wie läuft's? Oder sollte ich besser sagen, wie fließt's? Rubinia erkannte die Stimme von Aquarius, auch wenn sie ihn nicht von den anderen Wassertropfen im Fluss unterscheiden konnte. Ich bin hier, nein, hier, neckte er sie und schwamm um sie herum. Rubinia lachte. Schön, dass du wieder da bist, auch wenn ich dich nicht sehen kann. Sie winkte Lorian zu, der am Ufer stand. Los, komm auch, es ist herrlich hier drin. Doch Lorian wehrte ab und deutete auf ein Eichhörnchenkind, das in seinem Arm eingeschlafen war. Rubinia wusste, dass das nicht der einzige Grund war. Lorian mochte das kalte Wasser im Fluss nicht. Genau wie ich. Marendur trat neben ihn und legte ihm lächelnd eine Hand auf die Schulter. Sein Blick traf Rubinias und er sah die Waldelfe anerkennend an. Gratuliere dir zur Erfüllung deiner Aufgabe, sagte er. Rubinia lächelte. Dankeschön. Allerdings liegt die Antwort, wie du das genau gemacht hast mit dem Wasser, nun sagen wir, noch etwas im Nebel, oder? Marandor zwinkerte Rubinia zu. Ahnte er etwas von ihrer Begegnung mit den Nebelelfen in der Höhle? Rubinia wusste es nicht genau. Du verschweigst mir doch nicht etwa etwas, Fräulein Wunderherz? Fragte Marandor und sah sie prüfend an. Rubinia lächelte. Ach, eigentlich war es ganz einfach. Das Wasser war nur etwas von seinem Weg abgekommen. Und das stimmte ja sogar. Marandor wandte sich zum Gehen, dann drehte er sich noch einmal um. Übrigens, Amethyst heißt der Stein. Ich plaudere auch manchmal mit deinem Freund Cornelius, fügte er hinzu, als er ihren verwunderten Blick sah. Ui, das war aufregend, Kinder. Genau, und deswegen bin ich erst später gekommen. Okay, du bist ein bisschen ein Schisshase, kann das sein? Ein Angsthase. Ja, ich bin ein Hase. Nein, ein Angsthase. Okay, ein Angsthase. Feigling, es war so ein schönes Buch. Du hast echt was verpasst. Stimmt doch, Kinder, oder? Endlich ist das Wasser da. Endlich ist die Harmonie im Wald wieder gegeben und die Gerechtigkeit. Und die Rubinia hat ihre Aufgabe erfüllt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen und du hast keine Ahnung. Nein. Pech gehabt. Liebe Kinder, wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, eure Kirsten und Willi Waldmeister.